Hallo, Hallöchen und willkommen zu Fallout 4. Ich begrüße euch. Ah, wunderbar. Diese Melodie ist einfach zum Genießen. Okay, dann schauen wir mal weiter. So, gestern musste ich leider abrupt abbrechen. Einmal kurz am Friedhof, wo es eine schöne Zeitschrift gab. Der Superhammer. Oh, die hat bestimmt ordentlich Wumms. Oder der hat ordentlich Wumms, eher. Sieht ziemlich cool aus. Wir waren auf dem Weg zu einer Siedlung, die Hilfe gebraucht hat. Nein, da waren wir schon. Wir müssen zu den Raidern und sie ausschalten. Für dieses kleine Siedlerdörfchen. Aha. In der Powerrüstung mit einer Axt. Kann man machen. Aber ich nehme mal kurz über die Pistole wieder her. Und der erste Fusionskern ist fast erledigt. Eine blaugrüne Vase. Einfach mal alles mitnehmen. Die Powerrüstung hebe ich mir eigentlich, wie gesagt, lieber auf für... Jetzt fehlen hier nur noch Ghule, ne? Für brenzlige Situationen, aber ich habe die gerade gefunden. Deswegen, was... sind es die Gräber? Das sind die Gräber, ich kann sie einfach zerstören. Nein, ich Monster. Alter Schwede, was haben wir denn hier? Einfach mal alles mitnehmen. Zack, zick, zuck, zuck. Ein hübsches Schlafgemach. Eine Campkiste. Wunderbar. Und was ist das? Na, wo kommst denn du auf einmal her? Ne? Ein Springmesser. Und da haben wir den Harnisch. Der fehlt uns noch. So, nehmen wir die mal mit. Das ist das Lager von denen gewesen. Oder wo kam hier dieses nette Raider-Mädchen her auf einmal? Okay, mal kurz in den Gebäuden reingucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Oh, hups, das wollte ich jetzt nicht. Mal wieder einsteigen. Ich hätte mir jetzt den Harnisch anziehen können, aber sei es drum. Ich sollte mich wirklich beeilen. Was ist denn das da vorne? Dieses Leuchten etwas. Okay. Machen wir mal eine kleine Planänderung. Ich würde sagen, schnell Richtung Raider. War ich da drinne? Ich glaube schon. Denn meine Batterie geht mir gerade sowas von aus. Ich bin schon hier bei 0% und meine nächste Kernfusionsbatterie, ja, wurde entfernt. Oha, und nur zu 50% voll. Ja. Okay. Kann jetzt, einen Moment, kann ich denn? Ich würde ungern... Kann ich denn eine Schnellreise machen zur Rocket-Gaststätte? Da gebe ich mal auf die Schnelle kurz meinen Power-Suit ab. Denn der macht's nicht mehr so lange. Red X erhöht vorübergehend drastisch deine Strahlungsresistenz. Red Away befreit dich vor jeglicher Strahlung. Das ist doch hier in dieser Welt nicht übel. Okay, da sind wir. Dann einmal rein. Super versteckt. Okay. Powerrüstung. Bis denn dann. Okay. Mal kurz umziehen.
Das Gurtzeug. Oh ja. Ich glaube, was Besseres wie den Wort anzukriegen, wir im Moment nicht. Okay, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Einmal der Harnisch. Sind wir gekleidet wie ein Raider. Und wir sind fast wieder voll. Na, zum Glück. Nur nochmal zurückgekehrt. Okay, einen kurzen Transfer. 167. Gibt es hier vielleicht noch? Hier eine Waffenfabrik. Okay, dann geben wir mal kurz ein bisschen was ab. Einen Moment mal. Ich kann doch meinen Dorfbewohnern später Waffen geben. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man da ein paar drinne hätten, damit wir sie ausrüsten können. In dem Fall, falls sie angegriffen werden. Obwohl, die haben doch alle so eine Pistole dabei. Na gut, eine Automatikpistole, Impro-Pistole, zack, 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 zack. Die Laserpistole, nicht übel. Viel mehr Plastik, das Sprengmesser. Die Waffe, die wir hergestellt haben. Hallöchen, ich grüße dich zu Fallout 4 und in meinem Verwertungswahnsinn. Was haben wir hier noch? Eine Schrotflinte, das Impro-Gewehr machen wir auch kaputt. Und ein kurzes Impro-Gewehr auch. Ein bisschen lastlos werden. Ich glaube, soweit war das in Ordnung. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Rüstung? So eine Rüstungsbank, wo ich ein bisschen was loswerden kann, eventuell. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Raider-Station, wo uns Siedler aufgetragen haben, sie bitte für uns zu töten, also für die quasi. Ich glaube, eine Rüstungsbank gibt es jetzt gerade nicht hier. Na gut, dann transferieren wir mal den Schrott sowie von meinem Inventar aus die Kleidung. Gasmaske mit Brille, lagern, Gunner-Wachbekleidung, lagern das Kurzzeug, die Lederkombi, Lederrüstungen, sind wir die Raider-Rüstung gerade, die leichte Kleidung und das Raider-Leder, Sackkapuze, zack, zack, bumm. Ein Wortanzug reicht eigentlich, der ist aber nicht so schwer. So, was macht denn dann noch so viel Gewicht? Okay, vielleicht hier das Bier. Kram. Ach, hier Distels. Das lassen wir mal alles hier. Hundefutter aus der Dose, Leckerchen. Kann man vielleicht Dog Meat geben? Maulwurfsrattenfleisch, das ist doch später gut zum Braten. Abgesehen davon, einmal den Wodka weg. Ich glaube, so können wir weiter. Was ist denn das? Aha, okay, muss. Okay, damit geht's weiter, wieder Richtung Friedhof. Wie sieht's technisch aus? Ja, okay, wir sind ausgerüstet. Codsworth! So, da bist du. Kann ich irgendwas hier Hey, eine Runde reden this thing vielleicht? is schon in Arbeit. Hat mir Wasser gegeben. Ja, Codsworth. Was Lass mal. meinst du? Was heißt Türsteher auf Schwedisch? Lasse reinströmen. Badabs. Was denkst du über uns? Es tut mir leid, aber das ist nicht ganz eindeutig, Sir. Sie sind nicht mehr der Mann, der vor 200 Jahren in diesen Wort gestiegen ist. Das ist richtig. Das ist ja etwas her. Okay, Das vergessen wir es war's. Na erstmal. gut. Ist ja alles ganz frisch. Karte. Entschuldigt bitte. Okay, und wo ist der Friedhof? Hier. Und noch eine kurze Reise zum Friedhof. Ein Friedhof hat nach einem Fallout was noch bedrückenderes wie ohnehin schon, oder nicht?
Aber gut, bei Tag ist es ja noch halbwegs okay. So, unsere Reise geht weiter. Hier gibt es nur noch zwei Sachen zu erkunden. Hier zum einen das hier. Was haben wir denn da? Ein Schrottplatz. Mülldeponie. Da wird schon fröhlich geschossen. Hallo? Ein Siedler. Legen wir los! Na, kann ich dir helfen? Dann lass dir den. Dieses So. Mal. Was war das? Alles noch dran. So. Na? Entschuldigung. Danke für die Hilfe. Bitteschön. Ich helfe doch gern. Einfluss. Wie sehr mich mein Begleiter mag. Ach, na dann. Ich hoffe, das hat dir gefallen, Cosworth. Ich versuche in einer Welt wie dieser noch Menschlichkeit zu bewahren. Denn ich glaube, das ist ein sehr seltenes. Wow! Na, weg mit euch! Oh ja. Na! Einfach mal hier zerschlagen. Diverse Maulwurfszene. Oh, nicht schlecht. Was haben wir hier? Oh, das hat sich doch gelohnt. Oha! Okay, wunderbar. K12? Ich glaube, weiter gibt es hier nichts außer diese Kiste. Vielleicht noch oben drauf. Da war doch noch ein Gebäude. Ja, ein Kühler. So ist das wohl. Ist das die Hütte von diesem Siedler gewesen? You're good. God, good. To go. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Gutes. Schauen wir uns mal kurz um. Schönes Gartenstühlchen. Okay, weiter nichts. Eine U-Bahn-Marke und ein ungefüllter Kickball. Und sonst einmal eine Zeitung. Wieder nichts. Was? Wo kommst denn du her? Ja, die Viecher immer irgendwas anderes dabei haben. Das finde ich irgendwie lustig. Ein Bleistift. Wo hatte diese Maulwurfsratte den Bleistift? Ja, okay. Gehen wir nochmal hier weiter nach Süden. Hier ist nochmal irgendwas. Oh, es gibt hier so viel zu erkunden. Das ist echt unmöglich, alles zu durchsuchen. Ein leuchtender Pilz. Wer weiß, für was wir mal den brauchen werden. So wie ein Klemmbrett. Ach, ich kann ja dem Cotswolf auch noch ein bisschen was geben, wenn ich voll bin. Das sollten wir uns eventuell merken. Mal kurz noch hier hin. Ich gehe mal Richtung Ziel. Ich habe mich umentschieden. Was ist denn das? Hallo Panzer. Kann ich da rein? Nein. Sonst irgendwie rein? Nein. Das Kanonenrohr mitnehmen, oder hier? Hm. Hier war wohl eine Art Straßensperre ursprünglich mal. Hier sind wir nun. In einer trostlosen, verstrahlten Welt.